So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Heute mal geht es wieder nochmal um das Thema Astralreisen, weil mal eine Anfrage kam, wie jetzt gerade so Stand der Dinge ist, ob ich jetzt nochmal eine Astralreise gepackt habe oder nicht oder was. Ja, ich habe zwei, wo ich von einer Astralreise sprechen wollte. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich es nicht mehr durcheinander bringe, weil ich habe auch schon Astralreisen gehabt, wo sich hinterher herausgestellt, es war doch luzide Träume. Und wenn es ein luzider Traum war oder auch unbewusster Traum, dann möchte ich nicht von einer Astralreise sprechen. Ich möchte mir sicher gehen, dass es sich dabei definitiv um eine Astralreise handelt. Ja. Und Astralreisen haben, also soweit ich weiß, zwei Merkmale. Und das heißt, das beginnt in dem Bett. Da, wenn du rauskommst aus dem Bett, ja, da beginnt es quasi die Astralreise und man ist sich bewusst. Ja, das sind die zwei Dinge, wo man sagen kann, okay, da handelt es sich um eine Astralreise. Manchmal ein bisschen schwierig. Es ist ja so, dass die Ebene ja eigentlich auch die Traumebene ist. Also bei der Astralreise, das ist ja eigentlich die Astralwelt, ist ja die Traumebene. Ja. Nur ist man sich halt bewusst und man kann bewusst eingreifen. Ja, und das ist halt dann schon ein Riesenunterschied. Deswegen ist es eine ziemliche Degradierung, wenn man von bei einer Astralreise von einem Traum spricht. Aber wie gesagt, ich muss jetzt langsam auch gucken, weil es manchmal geht so übereinander und es, wie gesagt, und wandelt sich um. Manchmal habe ich einen unbewussten Traum, der sich dann in einen luziden Traum verwandelt. Manchmal habe ich in einer Astralreise, der sich in einen luziden Traum verwandelt und umgekehrt. Ich muss dann gucken, dass ich das so ein bisschen sortiere. Ja, jetzt langsam. Die letzten zwei, ich habe vor kurzem zwei, wo ich sage, das war jetzt definitiv Astralreise, wobei eine davon nicht erwähnenswert ist, deswegen, weil ich nur kurz aus meinem Körper rausgegangen bin, bin raus, bin hier raus, wollte was visualisieren und bin dann wieder in meinem Körper. Ist nicht erzählenswert, ja, also kann ich abhaken, ja. Aber jetzt, das war vorgestern Nacht, ja, habe ich eine Astralreise. Das, also wo ich sage, das ist definitiv eine Astralreise gewesen, ja. Gehabt. Ja, also folgendermaßen, es war wieder so, ich bin an der Nacht aufgewacht und musste auf die Toilette und so. Und auf jeden Fall war es dann so, ich habe dann bin ich ins Bett gelegt und habe dann meine Visualisierungstechnik angewandt. Und das ist einfach, dass ich mir vorstelle, mein Körper ist ein Raumschiff, ja. Und bevor ich aussteige, schalte ich alle Systeme ab. Ja, also ich mache, schalte alles, fahre alles runter und lege meinen Körper hin, als wäre er tot. Ja. Nur die Zirbeldrüse, ganz arg wichtig, da visualisieren, dass die mit voller Kraft arbeitet. Die bitte Zirbeldrüse produziert DMT so gut es geht, so viel es geht und stellen wir das vor. Also da mit voller Kraft, aber alles andere abschalten, also alles andere ist tot, ja, im Körper. Ja. Und ja, und das war es auch schon so, bevor ich das visualisiert habe, war es auch so, ich habe ziemlich gemerkt, dass die Zirbeldrüse bei mir sehr aktiv war und dass also da zwischen den Augenbrauen, dass da so ein Ziehen war und Drücken, also da, wo man ja sagt, das ist das dritte Auge, auch im Kopf, Druckgefühle und so, und da hat er gemerkt, dass da was arbeitet, ja. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich einfach visualisiert, dass ich rausgehe aus meinem Körper und jetzt war es so, dass ich diesmal bin ich nicht rausgerollt, wie beim anderen Mal. Da bin ich rausgerollt und am Boden gewesen und über den Teppich ist dann mein Bewusstsein geschwebt quasi. Und so bin ich einfach wie ein Engel rausgeschwebt, ganz schön, richtig schön nach oben geschwebt, ja, und bin dann durch die Wand, ja, und raus, ja. Und jetzt war es so, jetzt habe ich komischerweise wieder Probleme gehabt. Also ich habe einmal Probleme gehabt beim Sehen, ich habe, war so dunkel, also ich habe nicht richtig gesehen, also da ist mir das mal eingefallen, ich glaube, Jonathan Dilas hat das gesagt oder Marco Hümer, ich weiß nicht, dass man sich dann vorstellt, dass das ein Vorhang aufgeht, dass man dann besser sieht. Auf jeden Fall, es war dann ja, ein bisschen schwierig. Also ich, aber im Fliegen hat es dann auch nicht mehr so richtig geklappt, irgendwie war wieder ein bisschen langsamer geworden und so. Und dann, was ist denn los und so, muss ich mich mehr konzentrieren. Da dachte, vielleicht brauche ich mehr Energie. Also das ist auch was, und da strahlt man sehr intelligent, man hat sehr viele Einfälle. Also denkt, okay, ja, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Energie. Ja. Und dann habe ich gerufen, ja, also mit Gedanken, also was ausgesendet, ja, die Astralwelt, Traumebene, Universum, wie man es auch will. Und
Hab dann gesagt, quasi, schickt mir doch jemand, der mir ein bisschen Energie schicken könnte oder Energie bringen könnte. Und dann war auch kurz darauf eine junge Frau da, also die war auch strahl unterwegs, ja. Und die hat mir dann Energie gegeben und dann sofort alles gesehen und so, war wunderbar. Und sie hat mich dann zu sich heim, zu ihr heimgeführt, ja. Und ja, und dann sind wir halt dann also durch die Wände geflogen. Und das ist also wirklich, was ich sage. Zwei Sachen sind bei Astralreisen richtig geil. Einmal das Fliegen und einmal das durch das Wände gehen. Und das hast du beim normalen Traum nicht. Ja. Also das ist wirklich genial. Also wenn man mal so durch die Wand, wenn man eine Wand näher geht und man taucht ein in die Wand und dann tanzt man in der Wand und so und flutscht dann wieder raus und so. Und das ist ein richtig, macht richtig Spaß, muss ich echt sagen. Also, wenn man das mal erlebt hat, dann sagt man, die ganzen Skeptiker, die sind wirklich dumm. Da denkt man echt, wenn die wüssten, die denen sie nachspeisen. Man muss auch sagen, es gibt da immer weniger Skeptiker. Also, was jetzt eigentlich auch Kommentare kamen, jetzt immer so, dass man Angst hat, dass man sagt, oh, Astralreisen gefährlich. Ja. Also, so langsam mag das Gesamtbewusstsein, da ist was dran mit den Astralreisen. Ja. Ja, auf jeden Fall, das sind wir. Haben dann Spaß gehabt, sind dann durch die Wände geflogen und so. Und auch richtig, wenn jetzt so die Wand ist, also da bin ich auch so quasi entgegen die Wand, also quasi der Länge nach quasi durch eine Wand auch zum Beispiel geflogen, was auch echt geil war. Ja. Also wenn jetzt so die Wand ist, dass ich dann von vorne, und wenn es jetzt so ist die Wand und ich komme dann von der Seite und fliege dann durch die Wand und war echt sau gut, sau super Sache. Und mir ist dann noch was eingefallen und ich habe dann auch gesagt, okay. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir Energie gibst, aber wir haben noch eine Idee gehabt, wie ich vielleicht noch anders Energie hier holen könnte. Und das war einfach von der Sonnenenergie. Da habe ich gedacht, okay, du, weißt du was, ich fliege mal schnell Richtung Sonne, ich komme dann wieder. Ja. Ich will mir noch von einer anderen Quelle noch zusätzlich noch Energie holen. Und das war dann so, ich bin dann Richtung Osten geflogen, bin dann ewig lang geflogen, da war ich bestimmt schon aus Deutschland heraus und so. Und da war dann wirklich so ein Sonnenaufgang, habe die Sonnenenergie in mir aufgenommen, ja, und bin dann wieder zurück in das Haus und so. Und dann sind wir noch nochmal durch die Wände geflogen und dann plötzlich war ich wieder Rückzug in meinem physischen Körper, ja, und das war's dann, ja. Schade wieder, habe mich geärgert, weil zwei wichtige Sachen habe ich vergessen. Ich habe vergessen, wie sie heißt, wo sie wohnt, ja. Zweiter Punkt, ich habe vergessen, Kontakt aufzunehmen mit meinem höheren Selbst und meinem Geistführer. Das habe ich auch vorgehabt, jetzt habe ich das wieder verpatzt, aber das ist halt so astral. Das sind halt ganz kurz. Ich war einfach mit dem Gedanken beschäftigt, dass ich Energie bekomme und mich fortbewege und so und vor allem, dass durch die Wände fliegen. Das hat mich so gedanklich beschäftigt, dass ich das andere vergessen habe. So ist es halt mal. Ja, so ist es. Okay, auf jeden Fall, was kann man sagen? Astralreisen. Also das ist ja so, dass das ist immer so ich glaube, ich habe es einmal in einem Video schon erwähnt, also es ist so die physische Welt ist schon wie dunkel im Hintergrund, die Menschen sind in den Häusern und die Astralwelt zieht sich wie also die Traumebene oder Astralebene zieht sich wie so ein Schleier über das Ganze. Alles, was so astral unterwegs ist, so, egal ob Tiere, Außerirdische, Verstorbene oder was auch immer, das kriegt man sofort mit, ja, das ist da, man merkt das, spürt das gleich, ja, es leuchtet auch irgendwie so ein bisschen heller auf, ja, und oft, manchmal kommt es dann auf den zu, ja, wie zum Beispiel jetzt wo ich bei der vierten erzählt habe, bei der vierten Astralreise, ja, mit dem Soldatenbataillon, ja, das dann kommen wir schon so weiter, und ja, also das passiert dann auch, dass dann wie im Traum, dass dir jemand da was sagt oder zeigt oder irgendwie was lernen will, eine Lektion dahinter hat, ja. Also nur kannst du halt mit der Astralreise aktiv darauf eingreifen, du kannst schon was sagen, du kannst was machen und so weiter. Und deswegen ist das halt schon eine Degradierung, wenn man sagt, das ist jetzt nur ein Traum. Ja. Aber manchmal verschwimmt so ein bisschen Astralreise und luzide Träume. Manchmal muss ich schon echt überlegen, ist es jetzt als Astralreise, ist es jetzt ein luzider Traum? Manchmal entwickelt sich auch Astralreise zum luziden Traum und umgekehrt, das verschwimmt dann ein bisschen. Manchmal ist man gar nicht mehr bewusst,
Und ich sage, kurz im Moment ist man vielleicht an der Straße und ich habe dann plötzlich doch nicht bewusst, weil dann doch Sachen passieren, wo dann, wie gesagt, wo du dann wie der Ochs am Nasenring durch die Maschine, Manege gezogen wirst und du nicht viel machen kannst. Also es schwimmt, also geht ein bisschen übereinander rein und deswegen muss ich schon immer überlegen, also luzider Traum, unbewusster Traum, Astralreise, ja. Weil ich will nicht von einer Astralreise sprechen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, das kann ich als Astralreise definieren, ja. Okay, das wollte ich mal noch erzählen. Ja, bei der einen Astralreise mit den Wächtern, ja, war es auch noch so, da, was ich vergessen habe zum Erzählen, ja, bei der Astralreise war es so, dass ich da hingeflogen bin. Da waren also zwei Typen, die wollten da spuken und so und habe erst nicht gesehen, dass es Astralreisende war, sondern die waren am La da war ein Lagerfeuer und habe gedacht, okay, die sind physisch, ja, und dabei waren sie astral, habe ich zuerst nicht erkennen können, wollte spuken, auf einmal sehe ich, obla, die waren ja, sind ja astral, haben die mich verfolgt, ja, und das Krasse war, die haben nicht so, als sie mich dann bemerkt haben, da haben sie nicht so hingeschaut, wie so normal Mensch, sondern es ging dann so, also wenn die das also irgendwie so nicht ganz menschlich, sondern wie so Roboter, so, also wie soll ich das erklären, ja, halt nicht ganz menschlich, auf jeden Fall. Ja, das war ganz interessant. Aber die Typen waren okay. Das war, ich habe ein gutes Gefühl, das waren positive Wesenseinheiten, also eher sowas wie Engel. Ja, die wollten halt nur gucken, dass alles in Ordnung ist, dass alles passt. Ja, also ihr seht, ich muss auch noch üben. Ich bin auch noch Anfänger und so. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch noch mit anderen Themen beschäftigt. Es waren noch andere Themen im Kopf. Ich war noch erkältet und so weiter. War jetzt einfach da ein bisschen nicht so viel mit der Astralreisen, aber. Wie gesagt, ich halte euch da auf jeden Fall immer am Laufen, da bin ich ja immer dran, auf jeden Fall. Ich habe ja immer noch jetzt zum Beispiel jetzt, was ich vernachlässigt habe, Thema Jobcenter, Thema Arbeit ist Scheißendreck. kommt nochmal ein Video, weil ich bin sanktioniert worden, ja, weil ich noch immer am Laufenden halten. Und heute Abend, vielleicht heute Abend, mache ich dann noch ein Video über die Jennifer Glassen, die Frau, die meint, sie wäre spirituell gewesen und jetzt sich als Aussteigerin präsentiert und jetzt in so einer bibeltreuen Sekte da drin ist und meint, sie müsste da jetzt gegen die Spiritualität Sachen sagen. Weil jeder kann machen, was er will, das ist ganz klar, wenn sie da einen Weg gefunden hat, aber doch bitte nicht andere Glaubenssysteme schlecht machen. Das finde ich okay, da wird es vielleicht heute Abend schon wieder geben. Deswegen mache ich jetzt Schluss. Also man sieht sie vielleicht heute Abend, ja, vielleicht gehe ich sogar live, mal schauen. Und teilt das Video, abonniert meinen Kanal und dann sieht man sich bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bis dann.